Herzlich willkommen. Hoffentlich zum letzten Video. Ich sag hoffentlich, das müsst ihr euch mal vorstellen. Weil es tut alles weh. Mir tut alles weh. Kazuya hier in diesem Fliege-Arsch-Fick-Ding. Es tut alles weh. Es tut wirklich alles weh. Aber er lädt sich nicht wieder auf. Er lädt sich wieder auf. Man soll anscheinend die Gegner wirklich hassen, oder? Und ja, ich tue es. Ich hasse euch! Ich hasse euch so dermaßen! Echt! Ich kämpfe und kämpfe und kämpfe! Und das schon den ganzen verfickten Vormittag! Mach mal einen neuen Move. Okay, seht ihr das? Ich wurde auf die Hälfte einfach mal krass vermöbelt. Bevor ich jetzt den ersten setzen konnte. Den zweiten. So, lädt er sich jetzt auf? Ich versuche ja. Ich versuche ja wirklich Moves zu durchblicken. Oh nein. Nein! Nein, 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 nein! Ich muss ganz kurz gucken. Nicht, dass ich gleich noch losfahren muss, meine Kinder abholen. Entschuldigt bitte. Okay. Nein, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Hätte ich mich mal gleich. Ich wette, ganz viele Tekken-Spieler da draußen haben dann auch gesagt, er muss sich nicht nur aufladen. Es reicht, was er hier produziert. An Kampfeskraft auf diesen dreckigen Feuerplaneten. Ich hab ihn doch gebückt. Digga, ich hab ihn gebückt. Hier stehst auf der Lava, du Pisser. Mit dem Kopf in die Lava. Das wäre jetzt ein guter Werbespot für Monster Energy, wenn ich jetzt gewinne. Oh, komm. Was war denn das bitte wieder für eine Kombi?
Reicht das denn nicht? Reicht das denn nicht? Das reicht nicht. Ich komme gegen die Kombo gerade nicht an. Er dürfte mich jetzt keinmal mehr treffen. Wie unrealistisch ist das denn? Ah! Dämliche Scheiße. Ich habe vergessen, dass ich mich bücken muss. Ich habe vergessen, dass ich sterben muss. Ich wusste gerade nicht, ob er sich auflädt oder... Nein! Lass doch die Scheiße! Das Spiel will einem immer die das Gefühl geben, dass man es fast erreicht hätte. Aber dann kommt aus dem Nichts einfach sowas Hässliches! Du musst so stolz sein auf deine... Namco Bandai muss so verfickt stolz sein auf seinen Charakter. Ach, weil es beim ersten Mal nicht gesessen hat, oder was? Ah, das... Ah! Okay. Diesmal habe ich ein bisschen mehr. Okay, ich hatte ein bisschen mehr. Komm schon. Nein! Nein, 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 mach nicht die Drehung. Nein, nein, nein. Nein, der Griff war falsch. Ich wollte nicht greifen. Das kann mich nicht schocken. Es ist fairer als der Fight zwischen gegen Kazumi oder wie die hieß. Es ist trotzdem unfaire Moppelkotze. Ich hab mich doch gebückt, ich hab mich doch gebückt. Hör doch auf, hör doch auf! Das glaubt dir doch keiner, was du hier abziehst. Hat er sich gerade schon wieder aufgeladen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Der hat sich doch schon im Fight aufgeladen. Scheiße, ohne Scheiß, der lädt sich die ganze Zeit auf. Warum lädt er sich denn jetzt auf einmal auf? Das hat er doch sonst nicht gemacht. Oh, ich bin abgerutscht. Ich bin abgerutscht. Das war jetzt wirklich... Das war meine Schuld. Das war... Ja, genau. Das war meine Schuld. Ja, ich bin abgerutscht. Es tut mir leid. Aber hey, welche unfaire Drecksspieler. Macht den einen Move nach dem anderen. Immer wie... Oh mein Gott, ich raste aus. Ich versuche ja... eine Kombination zu machen, die der Computer nicht erahnen kann. Weißt du, so total dumm. Zweimal unten, zweimal oben. Ich versuche hier immer reinzuhauen. Also langsam hat der mein... Oh ja, du verfickte Drecks-KI.
Mann, ey! Nicht mit mir, Arschloch. Diesmal nicht. Los, lad dich auf. Zerstör ihn jetzt, zerstör ihn jetzt! Willst du mich verarschen? Ich habe ihn endlich besiegt. Nach 10 Jahren. Ich habe ihn besiegt nach 10 Jahren. Und richtig gut. Habt ihr das gesehen, wie viel Energie ich hatte? Habt ihr das gesehen, verdammte Scheiße, nochmal? Ich sah lila, ich schlug sofort auf den Kopf. Ich sah lila, ich habe mich gebückt. Es war gerade voll der Flow. Und der Ficker. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Leute. Oh, Himmel. Nein. Ach ja, ich brauche Energie anscheinend. Ich verliere kaum Energie. Also würde ich sagen, ich habe trotzdem voll Energie. Oh ne, doch nicht ganz voll. Okay, der dreht jetzt aber gerade voll auf, wie man sieht. Okay, aber richtig. Also alles bis jetzt war nur Geplänkel. Da, wo ich jetzt die ganze Zeit dran gekämpft habe. Okay, puh, heftig. Also man kriegt erstmal einen Schock, wenn man die Energie sieht, aber es ist okay. Fight. Da kann man nicht mehr reinhauen. Der hat jetzt sehr, sehr viel mit Blitzen. Also unblockbaren. Es ist zu viel. Es ist Epileptiker-Game gerade. Das Ding ist, ich krieg gerade keinen Flow rein. Damit meine ich nicht das Tier, sondern es ist... Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber es ist gerade zu schwer zu lesen. Ja. Hier, das meine ich. Da ist jetzt nur noch Blitze und Donner und epileptische Anfälle. Hälfte der Energie habe ich geschafft, plus einmal aufladen. Boah, Leute. Danke, Arschloch. Richtig. Dagegen kann ich ja gar nichts machen. Ach, jetzt fliegt er auch noch.
Ach komm, hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch. Ich habe noch nie so eine unfaire Scheiße erlebt. Da war selbst Mutaro bei Mortal Kombat 1 leichter zu erledigen. Nicht. Mortal Kombat 1 Trilogie war das. Es reicht auch nicht, dass man einmal gegen so einen gewinnen muss. Nein, man muss zweimal. Nein, man muss dreimal. Ich hab gedacht, es gibt ja manchmal bei jedem Endgegner gibt es eine Technik, die mal funktioniert. Ich bleib jetzt mal hier unten. Sieht vielleicht erstmal. Nee, es funktioniert nicht, okay. Ich dachte einfach nur, dass seine ganzen Moves auf den Oberkörper ausgelegt sind. Sind sie leider nicht. Das mit dem Hochschlagen ist gar nicht so schlecht. Achso, ich bin da auf Story-Hilfe. Okay, cool. Story-Hilfe. Da bin ich gekommen. Gekommen. Ich muss nochmal mir die Story-Hilfe-Moves angucken. Vielleicht kann ich die einfach einbauen. Aber eigentlich weiß ich, wie alle gehen. Oh. Knack. Hier, er blockt einfach alles, wenn er blitzt, Dings. Ach, jetzt schießt er auch noch. Jetzt liege ich auf dem Boden, jetzt kriege ich direkt von hier in meinen Schädel reingebönkt. Willst du mich eigentlich verarschen? Es gibt bei jedem Gegner gibt es immer eine Attacke, mit der ein Gegner nicht umgehen kann. Der hier kann leider mit viel zu viel Sachen viel zu gut umgehen. Danke, Arschloch. Danke. Jetzt brennt sogar der ganze Scheißboden. Kann es sein, dass nur noch Würfel helfen? Ja. Er blitzt und nichts hilft. Fight. Ah! Hm.
Zeitlupe macht es auch nicht leichter. Man kommt immer wieder raus aus dem Flow. Ich weiß, das soll... Das soll wahrscheinlich sehr theatralisch wirken. Es würde alleine mit dieser Stärke, die er jetzt hier schon besitzt, würde es reichen. Aber nein, es muss immer noch eine Steigerung kommen. Guck mal. Jeder... Schlag. Es sitzt kein Schlag mehr. Es... Ich haue sozusagen ins Leere. Na, also wenn er einmal reinkarniert. Vielleicht helfen da echt nur noch Würfe. Wer sitzt zuerst? Ach, seiner. Natürlich, natürlich. Ja, ja. So, und hiernach ist vorbei. Mal gucken, ob ein Wurf hilft. Ja, alleine dieser Boden. Guckt euch das an. Ab jetzt ist er wieder normal. Der Rage-Modus. Ich muss nur den Rage-Modus abwarten. Okay, 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 okay. Ich muss... Alter, okay, das kriegen wir hin. Komm, 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 komm. Jetzt hab ich's. Ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich bin trotzdem noch frustriert. Oh nein, da kommt schon wieder so ein Rage-Scheiß. Ja, gar nicht schlecht. Ein Tritt unten, ein Tritt oben. Die sind nämlich schön stark. Guckt euch das mal an. An ihm vorbei, sehr gut. Nicht gut. Ah, mein Schädel. Nein, 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 nein. Okay, ab jetzt nur noch blocken. So, ab jetzt ist er wieder normal. Fuck. Was mache ich denn hier mit meinem Kabel? Leute! Ich muss den viel schneller in den Rage-Modus kriegen, dass ich noch möglichst viel Energie habe. Ohne dass der mich hier jetzt schon... Scheiße, scheiße, scheiße. So. Ja. Weil das tötet einfach, das tötet. Und danach ist er wieder normal. Hauptsache, er kann sich nicht noch ein drittes Mal aufladen. Könnt mal diese Einblendungen einfach mal unterlassen. Ich habe nämlich nicht so einen fucking Rage-Modus. Na, was ist das? Ja,
So. Glück dich. Muss hier unten liegen bleiben. Wann ist denn der vorbei? Nein. Nein, ist er. Sei nicht unfair. Spiel, sei nicht unfair. Komm, geh vorbei. Der Rage-Modus, der muss aus. Der muss aus. Dieser verfickte Rage-Modus. Ich muss ihn dazu kriegen, dass er den benutzt, ohne dass, ich da... Ah, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Aber man merkt ja selber, dass man sich immer mehr steigert. Aber wenn man den hier besiegt hat, ich glaube, dann ist man auch für Online-Matches gut gefeilt. So. You lose. Okay. Mein letzter Versuch für dieses Video. Danach brauche ich eine Pause. Das ist leider so, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich merke einfach, wie meine Konzentration immer mehr schwächelt. Ich dem ganzen Geschehen eigentlich nur noch aus dem Gefühl raus folgen kann. Und ich gar nicht mehr wirklich... Okay, denken darfst du nicht mehr denken. Sondern du musst eigentlich nur noch handeln. Du musst das, was du vermutest, was der Gegner sieht, du musst da einsetzen. Aber hier bin ich, ihr seht es ja selber. Kann sein, dass einfach dieser dritte Loose mich so frustriert hat. Ich bin raus. Leute, ich bin raus. Wir spielen dann zu anderer Zeit hier weiter. Aber jetzt bin ich erstmal raus. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wir sehen uns sicher in irgendeinem Video wieder. Auch vielleicht hier bei Tekken. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Meine Finger tun so, vor allem hier oben. Die Knöchel. Es schmerzt so dermaßen. Ich brauche jetzt eine Pause. Echt, ich habe das jetzt 4,5, 5 Stunden am Stück gespielt. Ich kann nicht mehr. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.